Wir werden heute nicht so viel fahren, aber wir wollen ins Q3 kommen. Auf der Strecke. Hallo Claire. Nun zu ein paar Nein, erstmal die Zeiten, Claire. Sie haben heute im Training viel Zeit auf der Strecke verbracht. Ja, Zeit, genau. Ist das Auto zuverlässig genug, um das zu verkraften? Und zwar unsere Bestzeit auf den roten 41.5.2.2, die vom MIG 42.4.2.9. Unsere Gelbreifen-Bestzeit 43.0.0.0, ja, richtig gehört. Und die vom MIG 1.42.7.5.8 auf den gelben. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei F1 2020. Das Qualifying aus Spa. Natürlich das neue Aero-Paket. Wir haben schon so lange nichts mehr bei der Aero gemacht. Zeit auf der Strecke, wenn der Wagen es nicht aushalten würde. Durch solche Tests können wir die Zuverlässigkeit natürlich Triebwerk sehr zuverlässig. Haben Sie irgendwelche Kommentare zu diesem Team? Dosenmannschaft. Nein. Ich habe mich nicht mit anderen Teams beschäftigt. Ein tolles Team mit einer großen Tradition. Naja. Große Traditionen sind zwar schon relativ lange dabei und vorher auch schon auf dem ein oder anderen Arrows oder Sauber zu sehen gewesen, zum Beispiel. Auch bei Jaguar. Ja. Aber, ich sag das. Das mit der Tradition müssen wir ja nicht sagen. Klasse, das war dann alles. Ein ziemlich großes Team, können wir ja sagen. Das passt, glaube ich. Über 1000 Ressourcenpunkte in Summe für Jaguar. 7400. Mal gucken, ob es überhaupt eine Reglementänderung gibt. Aber wird uns eh nicht tangieren. Im Rennen soll es stark bewölkt sein zu Beginn. Vielleicht gibt es den ein oder anderen Regentropfen, aber trocken soll es sein. Da können wir dann unsere Strategie durchziehen mit. Wir bestellen nach dem Qualifying neue Teile. Ich hoffe, du freust dich schon auf die Strecke. Spa wird immer einer meiner Favoriten. Spa war immer einer meiner Favoriten. Ist eine lange Runde und ich will, dass du ein paar wichtige Punkte beachtest. Stavro Kurve 14. Die gut zu nehmen ist eine Wissenschaft für sich. Du musst gut herauskommen, weil es von dort aus mit Vollgas zum Busstop geht. Hier kannst du früh hineinfahren. Habe deine Linie bei der Einfahrt nach Eau Rouge. Halte deine Linie bei der Einfahrt nach Eau Rouge. Dort wird es ein wenig holprig und es ist ein wirklich schlechter Ort für einen Unfall. Wenn du in einem zu scharfen Winkel hineinfährst, geh auf jeden Fall vom Gas. Den Rest solltest du im Griff haben. Viel Spaß da draußen, Jeff. Dankeschön. Der gute Jeff, wenn auch mal hier und da so ist, wie er ist, aber ist so, wie er ist und das ist gut so. Schöne Sicht. Aber hey, ist eine schöne Strecke in einer wunderschönen Landschaft. Ganz schön hellgrün, der schöne Jaguar. In der Sonne. Und der schmutzig. Ey, Jeff, mach sauber. Aber flott. Autoeinstellungen. 9 Kilogramm nehme ich jetzt mit, ja. 5,3. Wir fahren wohl weniger Abtrieb als die Konkurrenz, so schien es auf jeden Fall im freien Training so zu sein. Dann geht's auch schon raus. Heute auch wirklich mit den Roten. Alles klar. Ja, wir werden zwar eh von ganz hinten starten, aber ich habe Bock aufs Qualifying. Ich will hier nicht so fahren wie sonst immer, aber ich will zumindest ein paar Runden drehen, bis ins Q3. Da kann ich mich auch etwas besser auf die Strecke einschießen. Und sie macht Spaß und ja, das gönnen wir uns. Jeff, sei leise. Er ist angekommen, bestätige.
Wetterbericht. Im Moment droht kein Regen. Die Bedingungen sehen gut aus. Trockenreifen passen gerade am besten. Fahrer hinter mir. Giovinazzi liegt hinter dir. Ken Ricardo war wie noch nicht der Erste in der Zeit. Vor uns, hinter uns, Strecke sehr frei. Ich will die Reifen auch nicht zu hart dran nehmen. Das sieht so cool aus, wie der Zaun wieder, wie die, ich sag jetzt mal, Abfahrt da den Hang runterkommt. Dieser Weg, diese Straße. Hat man während des Fahrens nicht sehr viel Zeit, jetzt gerade mehr, weil ich gerade eh seicht fahre. Und hier kann man unter die Bäume nicht so krass gucken wie ein Monster. Ein Monster ist ja ganz schön stammabgeholzt. Bei den Bäumen, insbesondere Parabolica. Aber so viele Bäume direkt so auf einer Höhe hat man hier gar nicht neben der Strecke. Links von uns stehen jetzt zum Beispiel alle auf einem hohen Hang. Naja. Genug geguckt, jetzt wird gefahren. Wir bekommen Besuch. Das wird awesome. Ein Haas ist hinter uns. Es ist so doof, hier keinen Strom zu fahren. Ich würde gerne Mittel fahren. Aber hey, da sage ich euch ja nichts Neues. Das ist ja schon seit Folge 1 so. Dass mir diese beschränkte Stromeinsetzung hier nicht gefällt. Da habe ich jetzt leider schon verloren. Das war nicht gut. Der Balken hat noch über 50%. Wir sitzen die nächste Runde gleich hinten dran. Wir haben jetzt nicht so viel Sprit über und eine Runde ist jetzt ziemlich lang. Mit keiner 1,39er. Wir auch nicht. Jetzt wird er nicht. Oh Gott, Kacke. Ich fahre noch eine Runde. Fahrer vor mir. Mick vor dir. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 14,3 Sekunden. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,40,1. Fahrer hinter mir. Leclerc hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 41,4. Ich mach den gleich Platz, ich fahre jetzt hier nicht langsam. Okay, er will nicht vorbeigelassen werden. Wenn er meint, der Haas, der wird auch schon wieder auf der Runde in die Box sein, auch genannt In-Lap. Bleib schön hinter uns, du. Aber auch gleich mitzieht, der Herr Hintermann.
Das hat mir gefallen. Das war eine schöne Last Source Durchfahrt. Einfahrt, Durchfahrt, Ausfahrt. Schön. Jetzt habe ich hier auch keinen Schwung verloren. Auch schön. Das ist erstaunlich nah dran, das gefällt mir nicht. Die erste Hälfte der Runde war gut, die zweite jetzt nicht so. Fahrer vor mir. Mick liegt vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,40,1. Fahrer hinter mir. Leclerc liegt hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1:41,4. Also diese aktuelle Mick-Bestzeit, die hätten wir schlagen müssen. Die war auf jeden Fall drin. Hab ich leider nicht hinbekommen. Fahrer hinter mir. Beste Rundenzeit beträgt 1,40,7. Der ist 6 Zehntel weg, kann bestimmt aber auch noch schneller fahren. Ein Rosalie hinter uns. Und wir haben noch 0,4 Tankrunden. Wenn es Q3 kommen sollten, nehme ich da auch 9 Kilogramm, das gefällt mir, 2 Runden drehen können. Wenn ich zwischendurch noch eine Abkühlrunde mache oder eben eine gescheiterte Runde hinlege. Dann fahren wir in Q2 mit den gelben Reifen, hoffentlich bloß eine Runde. Und in Q2 mit den Q2 eben eine Runde mit den gelben. Und in Q3 dann 2 Runden mit den Q3-Reifen. Die wir nach Q3 abgeben. Ich glaube, ich nehme 7 Kilogramm mit, dann kann ich mir auch noch eine blöde Runde erlauben. 7 Kilogramm für Q2. Boxenstopp. Bestätigt, du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Knack. Alles noch dran. Bloß die Mauer ist weg. Da ist jemand hinter uns. Würde ihm ja gerne mit dem Heckflügel winken, aber ich kann ihn gerade nicht auch hinzumachen. Das war noch Zeiten, als man den Heckflügel im Qualifying und im Training so oft auf- und zumachen konnte, wie man wollte. Auch in den Kurven. Zum Glück ist die Zeit vorbei. Wie deutlich uns Sektor 1 gehört. 2 Zehntel. Man macht da halt nicht viel, außer eben das Source hinbekommen oder nicht. Der Rest ist dann wirklich... Wie hast du den Wagen eingestellt? Abtriebsmäßig. Und natürlich innen beim Bergaufstück ruhig nicht so viel lenken.
Nun gut, wir merken uns eine Einsatzzeit 0.1 auf der 10, ne 17er. Mann, sind wir weit weg. Die gelben Reifen sind bloß 5,5 Zehntel langsamer. Ach so, Reifenunterschied zwischen weiß und gelb 5,5 Zehntel und 5,5 Zehntel zwischen gelb und rot. Moment, wie sieht das aus? Jetzt im Training waren es 538 Tausendstel. Jetzt sind es 552 Tausendstel. Deswegen sage ich halt immer so gerundet 5,5 Zehntel. 8% runter. 2 Zehntel langsamer. Na gut. Nee. Hier kommt Monza gleich wieder hoch. Monza letzte Saison. Ich muss hier... Oh, wir sind Erster. Wundert mich nicht. Ich muss den hier machen. Jetzt mache ich aber nochmal den hier, um zu gucken, was der Rest fährt. Okay, keiner draußen. Temporadar der anderen. Ach du Scheiße, sind die weit weg. Aber so viele sind es nicht. 7 von 22, die noch fahren. Nein, nicht drauf drücken. 1 und 17, daraus wird 1 und auf der 10, 17 bleibt alles. 27 Tausendstel der MIG vor uns. Hamilton dann am Ende. 47 geblieben, Teamkollege hinter Albon, hinter Ricciardo, hinter... Was? Bottas 14. Wow. Stroll weiter, Perez weiter, ausgeschieden, Russell, Giovinazzi, Grosjean, Magnussen, De Vries und Latifi. Die üblichen, aber Bottas war jetzt nicht so weit weg. Ab 15 abwärts, alle zwei Reifensätze, der Rest nur ein Reifensatz. Gelbe Reifen. Ah, schöne Farbgebung. Grün, gelb und rot. Grün die Wiese, gelb neben der Strecke, gelb rot die Randsteine. Sieben. Bereit? Absolut, Chef. Absolut. Gelb bereifter Fahrer. Nee, rot bereifter Renault, kann ich verstehen. Der hat einen guten Vorsprung vor uns, das ist gut. Jeff, sei leise. Bestätige. So wenig wie möglich hier lenken. Na, das war neben der Strecke. Wetterbericht. Der Regen wird in etwa 10 Minuten abklingen, also versuch da draußen konzentriert zu bleiben. Ja, ja. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Du Spaßvogel. Hinter uns ist ein Ferrari, aber noch weit genug weg. Reifen ziemlich gleichmäßig warm. So, der Ferrari kommt. Also eine 40,5 wäre schon schön und damit werden wir auch sicher weiter, denke ich. Vielleicht geht's ja auch schneller.
Das war doch ganz gut gelenkt. Ah, jetzt bin ich jetzt weiter außen. Über die Hälfte des weißen Balkens. Das wird absolut kein Problem darstellen. Da reicht's heute in. Yep. Ich belasse es mal so, ich muss jetzt hier die Reifen nicht noch mehr belasten. Wenn wir weiterkommen, starten wir auf den. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Wenn jetzt jemand mit Vollgas ankommt, da kommt ein Mercedes an. Wer weiß, ob der schnell fährt weg hier. Das war vielleicht Hamilton. In Orange trödeln, super. Fahrer vor mir. Mick vor dir. Ihre beste Rundenzeit. Oh Gott, da kommt Mick an. Beträgt 1 Minute 39,6. Was? 39,6? Fahrer vor mir. Verstappen liegt vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,40,5. Status-Team-Kollege. Er ist auf der vorläufigen Pole-Position. Aber. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 39,6. Ich hab da Angst, wenn der neben uns trödelt. 39,6. Ja, das ist schnell. Fahrer hinter mir. Hamilton liegt hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,40,8. Ach, nur eine Zehntel langsamer seine Rotreifenzeit in Q1. Mhm, interessant. Also wir sind zwar gerade eine Sekunde weg von Mika, aber das wird schon reichen. Für Q3. Fahrer vor mir. Verstappen vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 40,5. Das war jetzt nicht gut, was ich gemacht habe. Da war ich auf der Ideallinie. Eine aktuelle Teilabnutzung noch mal zeigen. Da kommt ein Red Bull an. Ich bleib hier rechts. Der fährt doch jetzt rein. Der war so lahm da. Puh, Tempolimit ist schwierig. Reifenunterschied zwischen den roten und den gelben nicht groß und die Strecke sehr lang. Da kann man viel Vorsprung als schnelles Auto herausfahren. Deswegen kommen wir hier mit gelben Reifen Q2 locker weiter. Mick hat keinen Bock auf die gelben Reifen. Vielleicht könnte er beim Start doch gekascht werden. Wobei, das ist gar nicht mal so schlimm, weil die Gerade oben ist ja lang. Tut sich der auf Platz 2 startet und nah dran bleibt, eher einfacher und schnappt sich vielleicht die 1.
Na, er wird schon wissen, was er tut. Er wird das Rennen größtenteils anführen. Tja. Eine Sekunde Abstand und nach hinten auf Platz 10 auch eine Sekunde Abstand von uns für uns. Hamilton und Bottas auf gelben. Nochmal eine Ecke von uns weg. Keine große Ecke, aber sollte auch locker reichen fürs Weiterkommen. Damit hätte Mick ja gar keine Konkurrenz. Wenn die auf den gelben starten, dann ist Mercedes ja erstmal deutlich langsamer als Mick. Dann hat er ein echt langweiliges Rennen. Wir werden womöglich ganz viel Spaß haben. Wir merken uns eine 96 da vorne auf der 1 und auf der 10 eine 16. ...96 bleibt und aus der 16... wird eine 16. Wir und die beiden Mercedes starten auf gelb. Wir fahren ganz hinten, weil wir dann Teile wechseln werden. Ja, und die Mercedes, mal gucken, was die machen. Vielleicht muss ja Mick auch nach hinten. Das wäre ja gar nicht so doof, weil er ist ja eigentlich von uns auch... Er ist ja genauso wie wir betroffen von wenig Teile und relativ hoher Abnutzung. Vielleicht macht der Fahrer über eine Saison mit seiner Fahrweise weniger Randsteine, freut die Steuergeräte... Vielleicht 5% aus? Einfach mal so von mir in den Raum gestellt. Einfach nur eine Vermutung. Trotzdem dürfte er auch mit einer großen Achtsamkeit, nicht mit den Teilen über die Runden kommen. Er müsste irgendwann zwingend nochmal wechseln. Dann lieber ins Spa. Sollten wir ihm vielleicht mal sagen. Ausgeschieden, haben wir jetzt hier schon gesehen. Perez auf der 11, der Erste, der die Reifen frei wählen kann. Quert, Gasly, die beiden Teamkollegen eng beisammen. Dann der Carlos, der Strolli und Ricardo nur auf der 16. Das ist überraschend. Sainz raus, Norris weiter. Und Mick startet auf den roten, die Mercedes und wir auf den gelben. 39,6, Micks Bestzeit. Kann er die nochmal toppen? Können wir die toppen? Ich will es wissen. Zwei Runden Q3-Reifen. Alles fertig, wir sind bereit. Dann los. Mick hat sich schon mal von Q2 zu Q3 hin deutlich gesteigert. Wenn er das heute macht, wo endet er dann? Zeitlich gesehen. Jeff, sei leise. Alles klar. Der Ferrari hinter uns ist noch weit hinter uns. Nach vorne haben wir eher Ruhe. Wetterbericht. Sehen im Moment stabil aus. Wir erwarten momentan keinen Regen. Trockenreifen passen gerade am besten. Der Ferrari weit genug hinten. Reifen ähnlich wie ja, in Q2 aufgehört. So, achtet mal jetzt auf die Schaltlichter. Jetzt kommt's erste und es geht ab. Jetzt geht's auch für uns ab. Zwei Linden.
so früh runter gedrückt, die Gänge. Ist ja gleich drum. Da war ich jetzt auch zu weit in. Ich fahre die nächste Runde gleich voll wieder los. Mit Volldampf. Mir ist zu weit links gewesen. ...39,9, aber Mick war schneller vorhin. Schade, 700 langsamer. Aber Zeit liegt woanders. Zum Beispiel Bus-Stop-Schikane. Eine Viertelsekunde Rückstand. Scheiße. Ich breche die Runde nochmal ab. Ich fahre nochmal, auch wenn wir dann ganz wenig Sprit haben werden. Mick aktuell hinter uns, aber er kann deutlich schneller. Fahrer hinter mir. Mick liegt hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,39,9. Der Ferrari hinter uns ist auf jeden Fall auf der Innenmap. Der ist viel zu lahm. ...1,6 Tankrunden. Leichter Wagen. Das war denn nicht gut. Aber schneller als letzte Runde. Auch schneller, aber langsamer als die erste Runde. Zwei Zehntel schneller. Zwei außen, scheiße. Jetzt muss ich mehr Bus-Stop-Schikane das gewinnen, was ich vorhin verloren habe. 400 ist langsamer. Schade. Ich hatte schon Vorsprung. Sprit passt. Vier Zehntel. Hey. Schneller als Mick in Q2, aber eigentlich müsste er seine Q2-Zeit ja auch nochmal steigern können. So, aufgrund des Prinzips der Steigerung. Bestleistung in Q3. Schade, wir hätten noch 2 Zehntel schneller fahren können mit eben, was ich eben zwischenzeitlich verloren habe, würde ich sagen, nicht zwischendurch. Bin da etwas unter Strom, weil ja, Vollgas Q3, auch wenn wir es nicht brauchen. Weil wir neue Teile bestellen, aber
will den Mick wissen lassen, dass wir hier nicht klein beigeben, auch wenn wir vielleicht schon intern besprochen haben, dass wir neue Teile bestellen werden. Und er weiß, dass wir dann im Rennen zumindest in seinem ersten Stint nicht um ihn herumfahren werden. Aber da Mercedes auf einen Zweikampf im ersten Stint verzichtet, nehme ich an, dass Mick sich voll und ganz auf sich konzentrieren kann und genug Vorsprung rausfährt gegenüber Mercedes. An sich ist es ja gar nicht so schlecht, was Mercedes macht. Die wissen, die sind langsamer, sollten sie mal weiterentwickeln. Die wissen aber, die sind langsamer, dann müssen sie was ganz anderes machen als der Mick. Eben mit Gelb starten, anstatt mit Rot. Aber ich denke mal, das wird denen auch überhaupt gar nichts bringen. Dafür ist Mick zu stark, dafür ist unser Team zu stark. Der kommt bestimmt aus der Box, aber ich mache Platz, sicher ist sicher. Die Reifen werden wir eh abgeben, aber ich lasse die Reifen jetzt runterkommen. Sind schon deutlich unter 80 Grad. Allesamt. Fahrer hinter mir. Mick hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 39,9. Nicht, dass mich jetzt einer hinten überrascht, wenn er hier Vollgas fährt und wir hier rumtrödeln, deswegen ziehe ich auch gerade mal an, da kommt nämlich einer. Wenn ich ihn auf der Streckenkarte zu spät sehe, kann es sein, dass wir voll im Weg stehen. Zwei Minuten Restzeit. Boxenstopp. Geht klar, Boxenstopp in dieser Runde. Wie Weber hier mal um Vettel herumkurven musste. Schon ein paar Jahre her. Bei der Boxeneinfahrt. Was macht der Mick, wollte ich gerade fragen. Der bleibt drin. Ist sein Ernst? Der steht da, schaut. In seiner Garage, laut Streckenkarte. Tja, dann schnappen wir uns die Paul. Okay. Aber er ist halt schon, na gut, er weiß halt vielleicht, er muss sein Auto nicht weiter strapazieren, weil er keine neuen Teile wechseln will. Deswegen fährt er auf jeden Fall so wenig, wie es nur irgendwie geht. Könnte auch eine Strategie sein. Und er startet eh vor uns und womöglich auf der 1. Sagt er sich, pfuh, verbrate ich doch hier nicht Teile, wenn ich eh keine neuen bestellen will. Aber 39,6 ist er gefahren, wie jetzt 39,5. Er hätte sich bestimmt auch noch gesteigert. Womöglich auch noch eine ganze Ecke. Na gut. Mittelsektor gehört Mick. Der Abstand zwischen Hamilton und Mick ist aber gar nicht so groß. Muss er aufpassen, nicht, dass er dann mit seinen roten Reifen beim Start die gelben Reifen überholen muss. Oder zumindest ein. 23 Sekunden noch. Wir sind alle bereit für das morgige Rennen, aber bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen Blick auf die vorderen Plätze der Startaufstellung. Der Eismann, Schumacher und Lewis Hamilton. Damit ist das Qualifying beendet, aber seien Sie unbesorgt, wir sind schon morgen zurück mit dem eigentlichen großen Preis. Zum Glück habe ich mir die Zeit von Mick in Q2 gemerkt. Damit weiß ich, dass er hier auf jeden Fall hinter seinen Möglichkeiten war. Und der Abstand zwischen uns und Norris 2,5 Sekunden. Gerundet natürlich. Heftig. Wir starten eigentlich von der Pole. Mick von der 2. Hamilton auf der 3. Nicht weit weg von Mick, aber in Q2 hat Mick gezeigt, wie schnell er fahren kann. Verstappen auf der 4. Nicht weit weg von Hamilton. Verstappen startet auf Rot. Hamilton auf Gelb. Bottas auch auf Gelb auf der 5. Dann kommt Albon. Gute 2 Zehntel hinter Bottas. Dann kommt Leclerc. 6 Zehntel hinter Albon. Vettel hinter seinem Teamkollegen. Gute 2 Zehntel. Dann kommt Ocon. Norris eine halbe Sekunde Abstand auf Renault. Was hat Ricciardo gemacht? Platz 16. Ocon auf der 9.
Und es ist nur einer gefahren, nur der Norris, den wir vorbeigelassen haben. Man kann hier drüber hinaus, sehr interessant. Hier kann man es aber nicht anklicken, hier Norris schon. Das verstehe ich nicht, warum? Reifensparer, Teilesparer. Anders kann ich es mir für eine gute Immersion einfach nicht erklären. Na gut, aber für uns geht's im Rennen nach hinten. Das wird ein Heidenspaß werden. Hatten wir ja schon in der letzten Saison. Und mal gucken, wie weit es dann nach vorne geht. Und mal gucken, wer mit uns noch etwas nach hinten geht, weil er neue Teile bestellt. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.